Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Neujahr von mir. Ihr habt gerade die Melodie von einem Lied zum vietnamesischen Neujahrsfest gehört. Während in Deutschland der erste Monat im Jahr 2017 schon fast vorbei ist, beginnt das neue Jahr in Vietnam erst am 28. Januar. Das vietnamesische Neujahrsfest richtet sich nach dem Mondkalender und ist für die Vietnamesen das wichtigste Fest im Jahr. Zu diesem Anlass möchte ich euch in diesem Video einige wichtige Worte sowie Ausdrücke über das vietnamesische Neujahrsfest beibringen. Nebenbei könnt ihr auch etwas über die vietnamesischen Bräuche erfahren, was für euch interessant sein könnte. So, seid ihr bereit? Lasst uns anfangen! Das Neujahrsfest heißt auf Vietnamesisch Tết oder Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán oder Tết Âm Lịch. Tết Âm Lịch. Statt das Neujahrsfest feiern, sagte man in Vietnam das Neujahrsfest essen. Also An Tết. An Tết. Die Vorbereitungen auf das Tết-Fest beginnen schon weit im Voraus. Um das alte Jahr abzuschließen, machen die Familien Hausputz, legen Streitigkeiten bei und tingeln ihre Schulden. Familienmitglieder, die in anderen Landesteilen oder im Ausland leben, reisen für die Feiertage nach Hause. Die Zutaten für das Festessen, neue Kleidung und spezielle Gegenstände für die Tätfeierlichkeiten werden vorab gekauft. Am 23. Tag des 12. Mondmonats ist der Tag der vietnamesischen Küchengötter, die Tao Quân oder Ông Công Ông Táo genannt sind. An diesem Tag verabschieden wir uns durch eine besondere Zeremonie vom Schussgeist des häuslichen Herdes, die eigentlich aus drei Schussgöttern besteht, nämlich aus einer Frau und zwei Männern. Tao Quân reist in den Himmel, um den himmlischen Kaiser Ngọc Hoàng, ist deutsch übersetzt der Jadekaiser, über das Leben der von ihm geschützten Familie vorzutragen. Durch Opfergaben versuchen wir Tao Quân zu beeinflussen, damit er das Anliegen der Familie Ngọc Hoàng wohlwollend vorträgt. Daher bittet jede Familie Tao Quân für seine Himmelsreise Papiergeld und Papierkleidung, also Vàng Mã und lebende Karpfen. Cá chép. Vàng Mã wird am Ende der Zeremonie verbrannt und die Karpfen werden in das nächste Gewässer ausgesetzt, damit die Küchengötter in den Himmel reisen können. Der Silvester heißt auf Vietnamesisch Giao Thừa. Die Silvesternacht, Dem Giao Thừa, ist für mich immer der spannendste Moment im Jahr. Wir versuchen immer vor 24 Uhr nach Hause zu kommen. Auf dem Ahnenaltar, Bàn thờ tổ tiên, werden auch zu der Festspeisen ein Teller mit fünf verschiedenen Obstsorten, Mâm ngũ quả und Blumen bereitgestellt. Das Betreten eines Haushalts durch eine außenstehende Person an Tết nennt man Sông đất. Die Vietnamesen nehmen an, dass der erste Besucher im neuen Jahr das Familienglück in dem Jahr bestimmt. Daher sollen sie am ersten Tag des Tết-Festes niemals ein fremdes Haus ohne ausdrückliche Einladung besuchen. Eingeladen werden meistens Menschen, die angesehen sind oder die im vergangenen Jahr Glück hatten. Um sicher zu sein, dass der erste Besucher Glück bringt, spricht man sich vorher untereinander ab. Ein anderer wichtiger Brauch ist, dass man am ersten Tag, also Mâm Mụt, nicht den Müll entsorgen oder das Haus kehren darf, da man ansonsten das Glück aus dem Haus entfernt. Die Kinder freuen sich an den Teetagen auf den Lì Xì,
den Li Si oder den Meng Dui. Den Meng Dui. Das Glückgeld, das sie von ihren Eltern oder von den anderen älteren Personen in der Familie oder von den Bekannten der Eltern bekommen. Das Geld wird in rote Umschläge verpackt und den Kindern überreicht mit dem Wunsch, dass das Kind viel essen und dadurch schnell wachsen kann. Also, Hai An Chiam Lön. Hai An Chiam Lön. An den Teetagen werden in jeder Familie sehr viele traditionelle Speisen auf den Tisch gebracht. Allerdings wird das Essen traditionellerweise zuvor zum Andenken an die Ahnen auf den Altar gestellt. Man muss warten, bis die Räucherstäbchen auf dem Altar abgebrannt sind. Dann kann man das Essen runternehmen und zusammen mit allen Familienmitgliedern genießen. Die Verspeisen variieren je nach Region. In meiner Heimatstadt Hanoi dürfen allerdings im Tetfest die folgenden Gerichte nicht fehlen. Bánh zīng. Der Zimtkuchen ist mit Klebreiz, Schweinefleisch und Sojabohnen gefüllt und wird in einem Bananenblatt umwickelt und gekocht. Nem san, gebratene Frühlingsrollen. Gangbong, Gemüsesuppe mit getrockneter Schweineschwarte. Mien ga, Glasnudeln mit Hühnerfleisch. Gang mang, Bambussuppe. Ra luok, gekochtes Hähnchen. Thịt đông, gefrorenes gekochtes Schweinefleisch. Soi gốc, ist eine Art von Klebreis. Der Klebreis wird mit dem Fruchtfleisch der Gopfrucht rot gefärbt, denn die rote Farbe ist ein Glückssymbol. Als Symbol für das Tetfest gelten Hua Dao, Pfirsichblüten und Cây Quất, orangefarbener Kumquatbaum in Nordvietnam, und in Südvietnam gibt es Hoa Mai, gelbe Aprikosenblüten. Zum Neujahrsfest gehören auch die besten Glückwünsche. Die traditionelle Grußformel, die dem ein frohes neues Jahr entspricht, heißt Chúc mừng năm mới. Die Kinder wünschen ihren Großeltern Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Wünsche Großeltern, dass ihr 100 Jahre lebt. Zu Freunden kann man sagen Chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng. Chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng. Chúc anh chị năm mới an khang thịnh vượng. Wünsche euch im neuen Jahr Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand. Chúc anh chị năm mới vạn sự như ý. Chúc anh chị năm mới vạn sự như ý. Chúc anh chị năm mới vạn sự như ý. Wünsche euch im neuen Jahr eine Myriade von Dingen, die ihr euch wünscht. Chúc anh chị năm mới sức khỏe dồi dào. Chúc anh chị năm mới sức khỏe dồi dào. Chúc anh chị năm mới sức khỏe dồi dào. Wünsche euch im neuen Jahr beste Gesundheit. Chúc anh chị năm mới làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Chúc anh chị năm mới làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Chúc anh chị năm mới làm ăn phát đạt, tiền vào như nước. Wünsche euch im neuen Jahr, dass euer Geschäft gut läuft und das Geld soll reich fließen wie Wasser. Diese Glückwünsche möchte ich euch allen auch aussprechen. Hoffe, euch gefällt mein Video. Ich werde mich auf eure Kommentare sowie Anregungen sehr freuen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.